Tausende packen an im Kampf gegen die Umweltkatastrophe in Mauritius. Freiwillige helfen dabei, die malerische Küste des Inselstaats von dem Öl zu befreien, das bei einem Schiffsunglück ausgetreten ist. Der Frachter Vacascio lief Ende Juli auf ein Riff auf. Er hatte rund 4000 Tonnen Treibstoff an Bord. Mehr als 1000 Tonnen davon traten durch ein Leck aus und bedrohen zwei Naturschutzgebiete. Die freiwilligen Helfer säubern nun die Strände des Urlaubsparadieses im Indischen Ozean und sie versuchen, den Treibstoff im Wasser aufzufangen. Wir machen uns wirklich Sorgen. Wir leben hier, wir sind hier geboren. Die Lebensgrundlage von Menschen ist bedroht, von Fischern und von Tauchschulen unter anderem. Auch in diesem Friseursalon geben Menschen ihren Beitrag zur Bewältigung des Unglücks. Mit den hier abgeschnittenen Haaren werden Ausleger gefüllt, die den Treibstoff an der Küste einfangen. Warum Menschen- und Tierhaare? Weil sie außergewöhnliche Absorptionsfähigkeiten haben. Sie sind hydrophob, das heißt, sie mögen kein Wasser, aber Öl. Ein Kilo Haare kann 8 Liter Öl binden. Ein Ausufern der Katastrophe konnte inzwischen verhindert werden. Einsatzkräften ist es gelungen, den verbliebenen Treibstoff aus Tanks im Frachter abzupumpen. Die Regierung geht davon aus, dass ein Auseinanderbrechen des Frachters nicht zu verhindern ist. Noch immer sind indes 100 Tonnen Öl an Bord, die nicht in den Tanks lagerten. Ganz gebannt ist die Gefahr für das Inselparadies noch nicht.